Servus Leute zu Expeditions Rome, einem neuen Spiel, das jetzt vor kurzem rausgekommen ist von THQ Nordic und prinzipiell wie Disciples ist, also so eine Mischung aus Rollenspiel und Rundenstrategie, bloß halt mit dem Setting des antiken Rom. Ne? Ist es das antike Rom? Ist es Rom generell? Also ich glaube, das ist die Endzeit von Rom eher, so die Zeit um Caesar, so gegen Ende halt. Und ja, es wurde einerseits in den Kommentaren schon vorgeschlagen, dass ich das Let's Play. Und andererseits, ja, es sieht schön aus, es sieht gut aus. Es ist auf Steam zumindest, ist jetzt noch nicht so eingeschlagen. Also es haben jetzt noch nicht viele so auf dem Schirm gehabt. GameStar habe ich gesehen, die haben es auch mal in einem Video vorgestellt. Die fanden es eigentlich ganz gut, aber man weiß ja nie, wie weit die da bezahlt wurden. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, hey, das Spiel hat eine Demo, also warum schauen wir es uns nicht gemeinsam mal in der Demo an? Dafür sind ja Demos da. Deswegen schauen wir uns die Demo jetzt gemeinsam an, was so gemacht wird. Und mal schauen, ob wir eine Stunde spielen oder, also wie üblich, wie ich es gerne mache. Oder auch einfach, wo es halt Sinn macht, dann aufhört. Kann früher oder länger sein. Aber ich bin interessiert. Allerdings muss ich schon vorneweg sagen, ich habe einen negativen Einstieg bisher, weil das Setting ist jetzt nicht so mein Geschmack. Rom hatte ich jetzt noch nie so wirklich auf dem Schirm. Ich bin der Fantasy-Fan, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Aber ich gebe ihm halt eine Chance und lasse das Spiel wirken und einfach, wenn es geil ist, dann hole ich es mir und dann spielen wir es durch. Wenn ihr Bock drauf habt, natürlich auch. Beziehungsweise am besten beides passt zusammen. Wenn eins davon nicht passt, dann ist es immer schwierig. Gut. Schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, bei der Demo. Die Demo ist auf Steam kostenlos, also könnt ihr auch mal antun und mal anschauen. Dementsprechend, ja. Oh, Max Framerate No Limit ist ungut. 60 bitte. Es ist zwar für viele gern mehr, aber mir reichen 60, weil ich nehme bloß in 60 FPS. Ich rendere in 60 FPS. Das reicht dann vollkommen. Okay, Codex. Was ist Codex? Ah ja. Eier. Hier gibt's vieles. Das ist zu viel zum Lesen. Das könnt ihr gerne selbst machen. Machen wir ein neues Spiel. Und lassen uns einfach überzeugen von dem Spiel. Dafür ist ja eine Demo da, dass es den Spieler überzeugt ist, zu kaufen. In the year of Lucius Licinius Lucullus, Rome was prosecuting several wars of self-defense, most notably in Greece, where Lucullus himself was commanding the legions. With everyone's gaze directed at the provinces, few could have known that a seemingly inauspicious event in Rome would become the central fulcrum around which the fate of the Republic would turn. The paterfamilias of a venerable patrician house had passed away unexpectedly, and a senator by the name of Vitellius Scaevola had made a bid for the hand of his eldest child. His widow alone believed that Scaevola had poisoned her husband and now strove to take his place and claim his property through marriage. Acting in secret, the widow arranged for her youngest child to be taken out of their villa in the dead of night and smuggled out of Rome. Okay, anscheinend sind wir der Sohn eines... Ah, ich hab's nicht so gern. Das war mir zu viel jetzt gerade. Mich hat tatsächlich der Name von dem Lucullus und so absolut getriggert. Man kann auch eine Frau nehmen. Okay, cool. Männlich oder weiblich? Sertor Aulus Septimus. Sertor Hostus Spurius. Decimus, Titus, Marcus. Ich habe eine Idee. Vogius. Familienname nehmen wir. Oh, Lucretius. Nickname. Vogi. Ganz stupide. Hey, ist der nicht aus diesem Harry Potter Split-Off da? Ist das nicht der Hauptcharakter da? Okay. Das bist du auf dem Porträt, würde ich behaupten.
Face to Face. Nee, es passt. Mein Bart ist zwar länger. Moment, können wir Bart einstellen? Das ist immer das Wichtigste bei so einem Spiel, wenn man einen Mann hat und Bart machen kann, dann hat das Spiel schon gewonnen. Wenn nicht, ist es schon disqualifiziert. Oh, achte auf Skin Color. Skin Color ist... Das passt schon. Haarstyle. Ja, wenn das lang ist... Okay. Das... Unterschiedlich. Bei mir ist oben lang und an den Seiten eher kurz. Dementsprechend würde das schon eher passen. Haarfarbe finde ich braun immer sehr schön. Aber wir machen nur noch einen riesen Hünen. Oder einen kleinen. Average. Ich kann keinen Bart machen? Okay. Ich bin enttäuscht. Nee, passt schon. Konfirmen wir. Oje, was ist das jetzt? Each of these three perks unlocks unique dialogue options. Also einzigartige Gesprächsoptionen haben wir. Wir haben sozusagen eine Richtung, in die wir entwickelt sind. Oder wir sind über, ja, von Zeichen her würde ich jetzt sagen, klug, stark oder athletisch und charismatisch. Ah ja. Okay, think about what kind of character you want to roleplay. Dann bin ich eher, ich bin der Stratege. Logos. Genau. Power, your authority, ja. Nee, ich bin eher der Chefstratege. Was ist das? Wie wird sich die Geschichte an mich erinnern? Crassus. Pompeius. Augustus. A legendary... Caesar. Ich bin Caesar. A legendary general and politician. This is a conquered Gaul, also Gallien, and nearly became Emperor of Rome before his political opponents assassinated him. Brutus, warum Brutus? If you choose the setting, you will be challenged, but you are likely to rise to greatness. Combat death. Enables permanent death. Nee, das mögen wir nicht. Iron Man. Okay, für die, die Challenges suchen, haben wir hier auf jeden Fall Optionen. Das gefällt bestimmt einigen Leuten. Ahu! Hallo, die hübsche Dame. Make sure to keep rations. Okay, ich muss um Essen. Did you hear me, Domine? Your body is surely present, but your mind seems somewhere else. Ah ja. Okay, wir sind auf einem Schiff. Wer bist du? Cineros. Your body is... Genau, ich denke immer noch danach daran, was passiert ist. Und das wird mir bestimmt jetzt auch erzählt, oder? Our departure was very sudden, I know. But do not dwell on the past. Better to focus on what's coming at you. I asked the Triarchus how close we are to Lesbos, but he would not give me a straight answer. Ist es... tatsächlich, the youngest child, da hatte ich gedacht, wir sind ein Kind und wurden sozusagen in Sicherheit gebracht. Aber jetzt sind wir ein Erwachsener. Vielleicht sind wir immer noch ein Kind, das kann natürlich immer noch sein, aber... Okay, wir sind irgendwo unterwegs zum Kämpfen, wie es scheint. Indeed. In his defense, there are many islands on this sea, and they mostly look the same. Will you check with the Triarchus? Hopefully he will give you a clearer answer. He told me his name is Geminus. Ah ja, und hier haben wir prinzipiell unterschiedliche Optionen, je nachdem, was wir jetzt am Anfang gepickt haben. Wären wir charismatisch, hätten wir gesagt, you just need to use a little more charm. Make him like you. I'll see if I can tease some information out of him. Also wir versuchen ihn ein bisschen die Informationen rauszukitzeln, wenn wir charismatisch sind. Maybe we'll respond better to someone with real authority. My family is paying for this trip after all. Oder wir kommen hier mit, bezahlen dich, also mach was wir von dir verlangen. A man may genuinely not know our position. I will see if it can help him work it out. Okay, und da erkläre ich ihm einfach, was Sache ist und wie seine Position in dieser Sache ist. Okay. If nothing else, you do have a way of making unreasonable people see reason. You should also go and thank Quinctus Aquilinus. I do believe he saved our lives with his timely appearance at the villa. Das ist tatsächlich schon mal ein Negativpunkt. Die Namen. Sie sind zwar akkurat wahrscheinlich für die römische Periode, die römische Zeit, die römische Ära, wie auch immer man es nennen möchte, aber uff, das kann sich doch kein Mensch merken.
Cineros. Your mother paid Geminus handsomely to set off in great haste under cover of night. Two others did board with us, also bound for Lesbos. Also tatsächlich. Young Gaius has been pacing impatiently over there, wearing grooves into the deck. There was a gladiator too, but I don't know where he went. Okay, zwei weitere sind hier auf Schifffahrt. Und tatsächlich sind wir geflohen anscheinend. Do not worry. The Witellius brothers have no reason to do them any harm. Besides, you cannot save them by worrying. Focus on the task ahead. Was ist denn die Task ahead? Warum? Wo sind wir jetzt hin unterwegs? Erzähl mir doch mal. Thank you for bringing me along. It will be wonderful to see my homeland. Okay. Goals. The quest marker point you towards your mandatory objective. Job, job. Okay, cool. Only is bad for currently time. Okay. Kann ich einstellen. Kamerakontrolle. Mhm. WASD. Kann also rotate the camera middle mouse. Okay. Passt. WASD. Probieren wir. Ja, da kann ich, mich umschauen. Schönes Schiff tatsächlich. Wie weit geht's raus? Na, geht nicht komplett raus. Es sieht schön aus, das Spiel, muss man auf jeden Fall sagen. Für einen runden Strategietitel auf jeden Fall sehr schön. Ihr wisst ja, bei Strategie ist Schönheit eigentlich nicht so relevant. Da ist der Typ, mit dem wir reden müssen, hauptquestmäßig. Hier sind Leute, mit denen können wir reden oder sollen wir reden. Jesus Quintigus Aquilinus, ja. You found your silex quickly, Domine. Wir sprechen nicht, das finde ich ein bisschen komisch. Ich finde es gut, dass es voll vertont ist, aber dass wir nichts sagen, das ist irgendwie komisch. Oder mit die Toga, ich will eine gescheite Rüstung, ich will so aus wie in der. You handle the sea better than most. I'm glad. Centurio, ich möchte dir danken. Für deine zeitige. Für dein zeitiges Erscheinen an meinem Bodensitz. The timing was fortunate, but there is no need to thank me. The consul sent me to get you. Please, call me Kaiser. If it's not too familiar. Denn. With all due respect, I'd better not. Okay, dann halt nicht. Was haben wir überhaupt vor? Ah, she did not keep you apprised. Your mother has secretly been making arrangements with the consul. You are to join his command staff as tribunus. You will have very little responsibility. The tribunus of Allegio assists the legatus while they learn how to command a military organization. You'll not see combat, nor will you make any important decisions. You'll be safe, as your mother wanted. Das hört sich nach einem chilligen Job an. Mhm. This will be an excellent stepping stone to becoming a senator. Ah, will ich in die Politik. I might well make myself useful. Das schon eher. To be kept safe. I'm here to build my reputation, make powerful friends who may return home and reclaim my family. Das hört sich doch Macht an. Ich möchte Rache. That is certainly not what your mother wants for you, but I admire your courage. Talk to the consul about it. One word of advice. I know Lucullus is a friend of your family, but remember, he is the consul, elected by the people to rule all of Rome. It's best if you don't act too familiar with him in front of his men. For many years, I was the primus pellis of Legio Prima Italica, which he commands. He needed someone he could trust to get you out of Rome and keep you safe. Gehst du zurück, wenn wir angekommen sind? That position has already been filled by one of my centuriones. A good man, easily up to the task. My job now is to watch your back and help you settle into your new life. I'm honored. Ja, es ist meine Ehre, dass du dabei bist. Happy to be at your service. I had a brief talk with that gladiator who boarded before us, just to make sure he won't give us any trouble. He seems to have vanished, though. The young man over there, Gaius, is apparently the nephew of the other consul, Marcus Aurelius Cotta. He's here to become a tribunus as well. You should talk to him if you haven't already. I'm sure you'll have much in- Okay. Mit dem da, ist das Gaius? Ja. Dann reden wir mit dem. I heard he's running from a senator who wants him dead.
Salve. Keep your voice down. It is a pleasure. I am Gaius Julius Caesar. Caesar? Gaius Julius Caesar? Caesar, okay. Okay. Den jungen Gaius Julius Caesar treffen wir hier. That's quite new to me, man. Not at all. But keep in mind, I'm not the most experienced soldier either. I was born in Rome, but they say my family is from Alba Longa. That's a long story, my friend. Suffice to say, the powers that be are not fond of me. I have decided that staying in Rome could be, shall we say, hazardous to my health. Okay. To be honest, this will be my first proper battle. Okay. I did study a lot, though, and if you don't play an important part, you will be torn apart. My father used to say, I guess that was his way of telling me to be brave and hopefully not stupid. Okay. Julius Gaius Julius Caesar. Ich frage mich, wie stark historisch geprägt das Spiel ist. Also, ich habe halt nahezu null Ahnung von der römischen Geschichte da, vom Römischen Reich. Ich weiß das Übliche halt, aber kein Details. Na gut. Wohin schaust du, Geminus? Was ist los? Ist irgendwas schiefgelaufen? What? Yes, Geminus. So, I'm a little preoccupied. The wind has been rather still today, hasn't it? I've noticed the oars have been out since early in the morning. Is that what's causing our delay? You're right. The rowers are getting tired. We should let them rest soon, but that will cause even more delay. Wait. That ship. They're headed straight towards us. They're gonna ram. Get your father's weapons. Let's see if you can actually fight. Okay, jetzt kommt bestimmt das Kampftutorial. Gaius, are you alright? I'm fine, Centurio. Form up! Let's get these pirates off our ship! Piraten, okay. Before combat begins, you will often have time to organize your preparations. The formation within an area highlighted in blue. Simply click on Praetorians to click where you want to place them. Okay, wir haben die vier Leute anscheinend hier. It's a good idea to put your heavy infantry in front and your archers in support behind them. When you're ready, click and return. Okay. Dazu muss ich erstmal wissen, wer bist du? Wo sieht man da? Heavy, du bist heavy. Support Archer. Okay. Sind das die Gegner? Das sind die Gegner, oder? Milizien. Oh, die haben die Leute abgeschlachtet. Das ging aber schnell. Das haben wir aber nicht gesehen. Was ist mit dem dort hinten? Fan of the Pirate Boarding Party. Da gibt es einige, die haben viel Leben, einige haben wenig Leben. Also, da ist mein Heavy. Es gibt Stats. Movement 4. Ist wahrscheinlich 4 solche Hexfelder. Sind das Hexfelder? 1, 2, 3. Ja, das sind Hexfelder. Dann, es gibt verschiedene Resistenzen, die er hat. Macht einen gewissen Schaden, der relativ gering ist. Moral immun. Das bin ich. Genau. Patrizian. Ich habe keinerlei Resistenzen. Mein Damage. Kann genauso hoch sein wie vom Heavy. Ich kann mich deutlich besser bewegen. Ja, man sieht auch, der verteidigt mich. Was ist mit dem Heavy? Den kann ich nicht befehligen. Support. Was macht ein Support? Was kann ein Support? Ach, die haben auch hier Fähigkeiten oder sowas. Okay. Slash. Punch. 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 Der hat keine Waffen, wie es aussieht. Ach, das bin ich. Moment, ich habe keine Waffen. Das ist schlecht. Das ist der Heavy. Nein, das ist der. Da. Achso, wir haben gezwitscht. Okay. Der Archer soll einen Schritt nach hinten. Ich sollte hier hin. Und der Support geht mal hier hin.
Der Heavy ist vorne. Was haben wir hier? Wir haben hier Granaten oder sowas. Dann haben wir hier dich. Du kannst... Moment. Warum habe ich jetzt auf einmal Fähigkeiten? Die gerade nicht mehr. Oder hatte ich ihn gerade bloß nicht ausgewählt? Kompliziert. Die können alle irgendwie... Oh, der macht gut Schaden. Use-Cost. Ein solches Zeichen. Ah, okay, deswegen. Ah, ich habe immer den Fehler gemacht, dass ich es falsch geklickt habe. Okay. Es sind sehr viele Gegner, tatsächlich. Und die Gegner können was, würde ich behaupten. Deswegen einen nach den anderen fokussen. Los geht's. Töte kein Enemy, first select which skill to use. Each skill cannot be used more than once per turn. Many skills require action point to use and some have limited charges. Also manche brauchen halt einen bestimmten Skill und manche... genau, die Kosten sind hier gleich. Applies Crippling, applies Herod to enemies. Ah ja. Ah, und ich kann nicht durch Leute durchschießen. Na gut. Ich kann nicht sehen. Naja, durchschießen könnte ich trotzdem. Ich kann ihn bloß nicht sehen. Ah ja, und ich kann auch... Was ist das hier? Interrupt. Knock an arrow and wait for the enemy to move. Applies interrupt to... Character will shoot the first enemy who moves into the vision. Cool. Ist das sowas wie Overwatch? Das ist der Crippling-Schuss. Minus Movement. Naja, schieß mal einfach mal. Status Effects. Any Status Effect applied to a character will show up in the tooltip. Number, wie lange es noch geht. So, it can be positiv, negativ oder neutral. To get the C-Status Effects Key. Ist hier irgendwo ein C-Status Effects Key? Oh je. Das ist eine Führung. Naja. Ich bin jetzt gewohnt, Leertaste zu drücken, aber scheinbar das drücken. Ah, nee, ich muss mit jedem. Mit jedem kann ich jetzt. Ah, nein, net ordering. Wollte ich jetzt gar nicht. So, der nächste. Brace. Aha. Serves you right. Crit. Okay. Der macht auch einen Schaden. Aber machen wir erstmal mit dem. Vielleicht können wir den killen. Untrained enemies. Whenever you kill or incapacitate. Ah, Köpf ein untrained. It is such a. Knight, the final will regain the attack action. Entschuldigung. Okay. Ich habe zwar. Also, ich kann jetzt wieder nochmal eine Action machen. Aber ich habe keinen Skill mehr. Jawohl, dann nochmal einen Punkt bekommen. Was macht Logistics? Error für Effects Multiple Target. Okay. Okay. So, und jetzt noch du. Oh, das war schon mal erfolgreich. Haben wir schon zwei gekillt. Ist jetzt schlecht, dass ich hier bin. Als Schwächster. Aber so ist es nun mal. Ah, genau. Die KI kämpft mit. Schön.
und stirbt. Aua. Sehr weh. Tut weh, sehr weh, meine ich. Olla. Ah, ich bin schon ziemlich angeschlagen, würde ich mal behaupten. Oben, die haben den gekillt. Bescheid. Where is that gladiator who boarded with us? Up there. Never underestimate the value of an impressive entrance. Oh. Sehr schön. Was ist die 10 eigentlich? Movement Dial. Ja, ich würde mal sagen, was kann der denn? Piercing Damage, das ist ein Fokus, kann er Block Resistance. Zwei Fokus, was macht Fokus? Use Cost, make a quick of hand, half damage, cost an Action Point. Ah ja, er kriegt Fokus und dann. Ah, es gibt auch sowas wie Overwatch. Beziehungsweise, wenn ich durch ein gegnerisches Feld laufe, dass ich Schaden bekomme. Ist ja nicht Overwatch. Cannot be blocked. Wenn ich mich hier hin bewege, kann ich da nichts mehr machen, doch, oder? Ah, geht doch. This is all too easy. Schlitz, Schlitz. Das war der. So, jetzt muss ich mir auf der anderen Seite ein bisschen Sorgen machen. Gibt es hier. Das. You're deadly with that thing. I've lived other lives before this one. Danach kommt er. Ah, man sieht auch oben drüber, wen ich da erreichen kann. Scheinbar, glaube ich zumindest. Das ist das Symbol, dieses Pfeilsymbol drüber, das sagt. Ja, dann machen wir den weg. Dann kann Action Restore. Sehr gut. Action restored. Moment, was macht das? Knock and arrow and wait for an enemy to move within a cone in front of you, then shoot at enemy. Ja, wir warten halt, dass sich einer bewegt, so in etwa. Das wird schon passieren, denke ich mal. Das ist so eine Art Overwatch, bin mir sicher. Oder lebt noch, die leben noch. Aber den dort hinten haben sie getötet. Muss man die noch extra töten, so in etwa? Gibt es sowas? Gibt es Flankieren? Gibt es sowas wie Flankschaden? Hast du schon angegriffen? Nee. Action restored. Ah, dann zieh dich mal zurück. Sicher, sicher. Ah, dahin. Dann kann der Bogen dich auch nicht erwischen. Unspent? Ja, von dir. Hm. Ist okay. So, jetzt kommen diese Truppen. Ah, der Gladiator muss gegen die kämpfen. Oh, der ist rausgerannt. Und der Bogen. War es bloß ein Schaden. Ne? Uff. Noch ein Leben. Gleich ist das Spiel schon zu Ende. Und der Gladiator, der leidet gerade auch ein bisschen, glaube ich. Wer ist dran? Jeder, der dran kommen will. Dann machen wir doch erstmal mit dem Gladiator weiter. Also. Drei Fokus. Wie viel Fokus hast du? Fünf. Ne, drei hast du. Schlecht. Schlitz. Und Schlitz. Ja, du hast ja einen Fokuspunkt bekommen. Der ist schon mal sehr angeschlagen. Also töten wird belohnt in diesem Spiel, das muss man uns merken. Töten ist key. Sich an dem rächen? Ist doch ein Plan, oder? Flanked. Okay, es gibt Flanked. Was auch immer das bedeutet. Kann man da drüber und dann wird es mir angezeigt? Nein.
Psiolio. Loi. Toxotis. Die haben ja alle Namen sogar. Krass. If der. Was ist, wenn kein freier Space ist? Apply strong to serve for each stack. Hä? Regain two stacks of strong. For each stack, sheets don't make this restart at the beginning of. It's lost every time the shield takes a hit. Hä? Also das Schild hat zwei. Das Schild kann zwei Schaden blocken wahrscheinlich. Naja, wir haben einfach mal zu. Ja, was bedeutet dieses flankiert jetzt? Gets them every time. Es gab einen kritischen Schaden auf jeden Fall. Ah, ich hätte erst mit dem zuschlagen sollen. Ich würde gerne es so machen, dass du den wegballerst und ich mich an dem rächen kann. Eigentlich kann ich sogar beide wegballern, wenn ich es richtig sehe. Weil ich ja keinen Action Point bekomme. Moment, ich dachte, ich kriege mal einen Action Point. Na gut, dann halt nicht. Only one remains. This was easy. So, okay. Der killt einfach die Leute hier. Okay, dann mach ihn weg. Victory for Sylvanas. Uninjured. Auch die könnten auch injured sein. Es sind bloß vier, aber warte doch jetzt fünf eigentlich. Caesar fehlt. Hier in der Auflistung. Better Neptune's asshole, barbarians! The Triarchus run us straight into the pirate ambush, Spearman. Allow me to execute him right here and right now. This traitor must be working with them. The Triarchus. Ja, genau. Wir segeln anscheinend gegen Piraten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Piraten mal auftauchen. Don't be naive. This was no random attack. They were out for blood. It is quite unusual for pirates to attack any ship, let alone a heavily armed Roman galley. They prefer to attack lightly defended coastal towns instead. It's less risky and more profitable. Well, let's go talk to the man. Triarchus. What is the... Wer ist denn der Triarchus nochmal? Okay. Oh, jetzt befehle ich die vier. Aber, Moment, welche vier? Oh, was ist das dort unten? Was ist das? Was sind das für komische Zeichen? Quests. Okay, wir haben hier irgendwelche Sachen. Denari. Sklaven. Gut. Construct stuff. Legion Forts. Okay. Rations. Und Medizin. Mhm. Also, eine gewisse Wirtschaft müssen wir auch aufrechterhalten. Und Geminus, ach Geminus, das war der, der, doch, das war der, ich dachte, der stand dort unten. Deswegen war ich verwundert, wer das ist. Geminus, you steered us into a trap. What do you have to say for yourself? I had nothing to do with it, I promise. They came out of nowhere. Silence, you utter nonsense. By Mars, it is the sea. How can anyone come from Rome? We cannot execute a man based on no evidence. Besides, we need our Triarchus to make it safely ashore. Huh. What do you say, kid? What do you think we should do? We are close to our destination, and we can reach it without him. If there is a possibility that he is working with the enemy, we cannot risk to let him live. Mercy, doubt, hesitation. These are all openings that the enemy can exploit to kill you. This man's value to us is far less than a threat
Gaius, was sagst du dazu? We are many of us important people on our way to join the action against Lesbos. Is it not conceivable that the rebels heard of us? The Kingdom of Pontus is known to sponsor pirates, to harass and weaken Rome. I do not believe we have any reason to suspect Atriarchus of colluding with them. Warum soll ich entscheiden? I'm just a humble centurio, albeit a particularly well-dressed one. Lucullus has greater plans for you. Your father's dead. The time to rely on others to make difficult decisions for you is gone. Okay. Na gut, dann bin ich ein netter Typ. Ich glaube nicht, dass er was damit zu tun hat. Wobei, er hat überlebt, während die anderen nicht überlebt haben. Oh. Very well. We shall spare his life. But remember, mercy is a luxury you will not always be able to afford. Nee, ich bin dagegen. Gnade ist's immer wert, im meisten. Na, stimmt eigentlich nicht. Bin ich nicht der Meinung. Eigentlich bin ich nicht der Meinung. Gnade um allen. Also wenn er tatsächlich schuldig wäre, wenn wir Beweise hätten und sowas, dann wäre es keine Sache. Aber der Gladiator behauptet, ja, kann sein. Wenn er mir Beweise vorlegt, machen wir es. Aber im Moment wird bloß behauptet. I'll hold you to your word, young man. Thank you. If you ever again need the help of a skilled navigator, I am at your service. Rowers! Up the tempo! Keep your eyes open! Was war das jetzt gerade rechts, was da kurz angezeigt war? Ich konnte es nicht mehr so schnell lesen. Warmongering, Praetorians disagree und andere agreeen und sowas. Also es gibt verschiedene Fraktionen. Also was ist jetzt? Eine Klasse kriege ich jetzt oder wie? Huh? Ah, choose your class. Entweder ich werde ein Heavy. Heavy armor and sturdy tower shields give Rome's frontline infantry. Okay, Defender, Vanguard. Okay. Oder ich werde zum Kämpfer Gladiator oder was war das? War das ein Gladiator? Ist das der Gladiator? The speed of light infantry allows them to cause great chaos. Assassins have. Oh, es gibt noch Subklassen. Moment, da muss ich nochmal schauen. Defender, Vanguard oder Veteran? Shielded Weapon. Knockdown. Hier haben wir leichte Infanterie sozusagen. Assassin. Singleton. Dodge and Weave between Attacks. Die Duelisten. Fighter Excel at Penetrating Enemy Lines. Savage. For the next. Okay. Cheap Shot. Make a quick of a. Okay. Schiff. The character will not incur attacks of. Okay. Ah, das ist gut. Brawler, der kann dann einfach durchlaufen und sich in die Backline ein bisschen geben. Nett. Moment. Da unterscheidet sich es natürlich dann auch. All Resistance. Armor. Base Damage. Shield Strength. Armor ist niedriger, genauso Resistance und. Bogenschütze, Leiden, Hammer, kein Armor, so in etwa. Was gibt's da? Sagittarius. Ability to strike a distance makes archers very flexible, but only by shields with deflect their arms. Defense will deny arrows to the enemy. Hunters, close range. Snipers. Sniper. Full damage. Okay, kostet alles. Kostet es bei den anderen? Da hat man Fokus. Oh, der hat sogar mehrere Sachen, die es kostet. Mhm, Quickshot. Deflected by Shields. Genau, das hatte der Gaius. Und die letzte Support. Der Supporter war eigentlich auch nicht schlecht. Also für Support, der hat halt eine mega lange Waffe und sowas. Das war, fand ich okay. Fand ich echt nicht schlimm.
Die sind auch eher leichte Infanterie, müsste halt einer schweren Waffe. Improve the powers of their allies. Medic! Heal the team of mates and remove negative effects. Genau, das hatten wir schon. Aber heal? Destroyer! Deathlaw! Stuns, knockdown or sundered. Jawohl! Vernichtungsmaschine. Finde ich komisch, die Klasse. Huh. Tatsächlich würde ich sagen, Fernkämpfer. Ich mache einen Sniper. Mir gefällt Fernkämpfer, muss ich zugeben. Hold select. Sniper. Hold select skill. Eins muss ich davon auswählen. Okay. Ja, ich nehme den Sniper. Finde ich cool. Moral und Approval. Okay, the engine of your preterence at the start of the combat step by approval of you. Akt 1, Asia Minor. First century before Christ? Ja genau, es ist die Endzeit des römischen Imperiums. Ich glaube, das ist so kurz nach Christus dann zerfallen irgendwie. Irgendwie sowas. Aber mehr weiß ich auch nicht. Lucius. Gentlemen, welcome to Lesbos, the pearl of the Mediterranean. An ugly nest of pirates. An impenetrable fortress of pirates, more like. With an infinite food supply, thanks to the strength of their fleet. We shall find a way to limit this infinite supply, then. You think like an imperator, Gaius. All right, people. This is Lucullus's war camp, the heart of our operations in this territory. You have been seaborne for a long time now. I suggest you walk it off. See the things you have to see, and meet the people you have to meet. The consul waits in the command tent. Don't be too late if you don't want to see him angry. Okay. Find and talk to Lucius when you are ready to proceed. Okay. Schauen wir uns doch mal hier um. Wie weit können wir denn uns umschauen? Schauen wir mal an. Schön, schön. Also hier können nicht so viele landen. Ein großes römisches Lager, wie es aussieht. Sehr viele Zelte. Das ist wie ein Pfadfinder-Campinglager. Die Frage ist, ich drücke jetzt auch gerade andere Tasten. Gibt es hier sowas wie Loot? Ich weiß es gar nicht. Gibt es jetzt hier sowas wie ein Inventar? Was ist das? Party Management. This screen shows bonus experience point penalty traits. Combat stats. Combat stats. Bonuses. Hover. Perks. Perks, Perks, Perks. Oh, interessant. Perks. Okay. Ja, das bin ich. Ich hätte jetzt gern einen Bogen, weil ich habe mich ja zum Bogenschützen ernannt. Skills. The skill screen is where you put your class skills and assign the skills to your hotbar. You can change. Okay, passive skills sind rund und aktive have a square icon, also sind ein Viereck. Okay, da kann man also sich noch weiterentwickeln. Ranging Shot, 2 Arrows. Das wäre schon geil. Das würde ich schon jetzt gerne haben. Says Ground. Jetzt müssen wir halt schauen. Weil ich kenne ja nicht, wer was macht, so in etwa. Dementsprechend müssen wir halt immer schauen. Oh. Trefferwahrscheinlichkeit ist auch nice. Ja, verfehlen ist immer ärgerlich. Aber, ja. Jetzt sieht man halt auch die anderen Klassen. Das konnte man davor nicht sehen. Dementsprechend würde ich jetzt wahrscheinlich jede mal anschauen, jede Klasse, wenn ich das richtig spielen würde. Und dann prinzipiell schauen, was ist denn von den Skills, die noch so kommen, mir am liebsten. Oder kann man noch, ich glaube nicht, kann man Cross-Skills auch lernen? So in etwa. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Triage. You can thread injured pitfalls. Ja, Triage, das kennen wir eher aus den Medien als eher was Negatives. Zu entscheiden, wer geheilt werden soll und wer sterben muss in etwa. Equipment gibt es hier, Filter gibt es hier. Also es gibt jede Menge Equipment anscheinend noch. Eine Toga und ein Gladius. Das ist jetzt nicht so befriedigend.
Bin immer gespannt, in welcher Art hier die Sachen sich verbessern. Also so eine Toga. Das finde ich aber cool, wenn da ein bisschen Text darunter ist. A fine Toga like any other used by the senatorial class of Rome. A more polished and maintained lauric muscle, blablabla. Ah, die Begrifflichkeiten, die sind, da ich halt überhaupt nicht firm mit dem Setting bin, sagen die mir halt gar nichts. Ah, das ist ein Duelist. Das ist ein Medic. Und das ist ein Defender. Ah, ja. Ah, theoretisch habe ich dann sogar die richtige Wahl getroffen, weil Gaius Julius ist gar nicht dabei. So wie es aussieht. So, die Frage ist bloß, hier sehen wir jede Menge Stats. Das gefällt mir tatsächlich, Stats zu sehen. Da haben wir ein paar besondere Perks und so. Genau, das ist mein Perk. Die anderen haben jede Menge Perks schon. Ich habe nur wenige Perks. Okay. Ja, ich muss da oben hin. Aber hier gibt es Dinge zu erkunden oder zu machen. Schau mal, kann man hier rein? Oh, kann man das öffnen? Kann ich hier raus? Erstmal verschwinden wollen. Da hinten laufe ich. You cannot leave right now. Also später vielleicht. Da stehen die Dudes. Kann ich mir hier irgendwo einen Bogen gönnen? Eine Rüstung oder so? Ist das ein Bad? Ja, genau, das ist anscheinend ein Bad. Ja, Frauen sind hier nicht, deswegen... Hm. Was haben wir hier? Was ist das? Ah, ein Trainingsgebiet. Ein blutiges Trainingsgebiet. Ich habe erst gedacht, das ist so ein Schlachtbereich, aber... Ja, nee. Ist es nicht. Was ist das? Was ist da? The pirates are getting bolder. They attacked another one of our galleys this morning. Okay. Geminis tell you too. That's right. Willis. This is the second time his galley's been attacked. Oh. And yet, he still lives. Ist da was drin? Nee. Aber ich kann das Gebiet öffnen. Interessant. Ja gut, die zwei, mit den zwei kann ich reden vorher, bevor ich dorthin gehe. Schauen wir mal, was hier überhaupt abgeht, warum wir hier sind. Wie hier der Krieg läuft. Dominic. I am hungry and my face has went burnt. To save your life, of course. Sending you here was the best course of action. That is a practical outlook. Besides a good wine, a warm bath and a thorough... Oh, thank you. I would get used to my surroundings and visit the con... Dominus Lucius Licinius. He is now... Was für ein Name? Domine. Okay, die haben einfach bloß ein Symbol drüber. Die haben einfach bloß ein Symbol drüber, weil sie ansprechbar sind. Das heißt aber nicht, dass sie angesprochen werden müssen oder so questmäßig. I am called Bestia Tabat indeed. You fight well. I noticed it. Danke. You may ask, and I may answer or not. Your name is unusual. Tabat is the name that was given to me by my father. Bestia is the name I took when I earned my freedom. I chose it because I have fought and defeated many beasts. I was born in Mauritania, but I am a Roman citizen. Until I undertook this voyage, I fought every single day in the arena. But wars? This will be my first. I recommend you to not die. Honor matters little. He who stands tall in the end will always be the winner. They say Lucullus has the greatest military mind in Rome. I only know he is consul and imperator. This is my first time seeing a senator outside of the spectator stands. Was? Keine Ahnung. Ah, like a king, but temporary. Free of the tyranny of kings. Perhaps Romans prefer other kinds of tyranny. Hm. He will fail again and cause the death of... Okay. Ja. Einfach ein bisschen die Leute kennenlernen anscheinend. Aber mehr ist es nicht. Es hat jetzt keine Belohnung gegeben. Ich erwarte Belohnung. XP und so. XP, XP. This is not going to work. As long as the rebels keep receiving supplies by sea. We will need to cut their supply lines. It's an operation for our occulta speculatoris. By Jupiter, you sure have grown up, haven't you?
This is the promising young man I was telling you about, Thermus. Quite unassuming, but full of potential, I guess. Prime material for the Speculatores, if he can prove himself. A special cohort, assembled for particularly daring undertakings. Soon enough, you shall see the kind of thing they are tasked to carry out. Hmm. Mir wurde was anderes versprochen, aber hey, komm her. Ja, gut, erzähl mir einfach, was gemacht werden muss. A trial by fire is what you need. Now pay attention. We've been in a deadlock here on Lesbos for some time now. Okay. My co-consul, Marcus Aurelius Cotta, is engaged against King Mithridates of Pontus in the east. Mithridates is using the pirates of Lesbos as his navy. The fortress of Mytilene here is well protected, but it also has a weakness. There's a mountain pass we can utilize. I will lead the assault myself. I volunteer for the vanguard. If my uncle can defeat Pontus, I can surely handle Mytilene. So be it then. Meanwhile, you will prove yourself as a leader, my young ward. Take Caeso Quintius Aquilinus, your servus Cineros, and that gladiator who came with you on the ship. You will meet up with Iulius Calidus of my legion Speculatores. Your mission is to sneak into the harbor and destroy the enemy ships any way you can. I expect you have questions. Hmm. Okay, ich soll also Sneak Attack machen. Ich muss in den Hafen vom Feind eindringen und ein Schiff zerstören. Okay. If you're worried about your future political prospects, have no fear. We will tell everyone you served as my Tribunus with great distinction. Ja, toll. Also, ja, toll. If you are fast, you may yet play a part in that. But for the assault to succeed, you must do this first. That doesn't make what we're doing any less important. Mithridates has a dozen warriors for each of our legionari. Defeating Pontus, regaining control of the Argaeum Mari. Okay. Wait, are those your father's old weapons? I'm sure they mean a lot to you, but look, the leather is brittle. This won't do. Visit my smith Sextus and get yourself properly equipped before you go. Okay, das ist schon mal wichtig. When you're ready to leave, look for it. I can to leave the area. Area, where bist du? Ah, Caesar. Solway. Interesting. I shall accept this as a compliment. But prepare to be to the extent of my knowledge and indeed. Like you, I've never been to Lesbos before. I did my homework, of course. Okay. Wait, forgive me if I have offended you. Oh, sorry. Now that I know the nature of our relationship better, I shall not bother you with my trivial problems. Ups, der wollte Freundschaft schließen und ich habe ihn abgelehnt, indem ich einfach weggeklickt habe. Ja, ich wollte jetzt nicht hier ewig mit ihm reden, weil wenn er nicht mitkommt, dann ist es mir egal. Wir wissen, was aus Julius, Gaius, Caesar oder Caesar wird. Wo ist der Schmied? Ich will zum Schmied. Da ist der Schmied. Ich will Waffen. Salve, Legionari. If you're here to get your weapons fixed, you must have me confused with Vulcan. Well, if he said it, I guess I'm obliged to make it true. Help yourself to any of the gear on the racks. Take all of it if you need it. I have enough work on my hands right now, supplying the consul's kit. You'll have to bring your own materials if you want any work done. Okay, to see which option you can press V. Okay, das tatsächlich habe ich vorhin gesucht. Ah ja. Ah, das ist cool und es bleibt dann auch an. Da muss man nochmal anschauen, ob hier irgendwas gehighlightet ist. Da oben bloß das Tor. Da ist ein Tor. Moment, da ist ein Tor mit Ausgang? Da, ja, überall. Ich kann überall raus. Nicht nur bei dem einen. Okay, dann salvagen wir, was wir haben wollen. Ja, entweder wir können ein Schild nehmen. Eigentlich können wir alles nehmen. Ich nehme auf jeden Fall das. Ich möchte auch das. Ich nehme alles. Hallo. Loot. Loot tut gut.
So. Wo bin ich? Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich aber nicht. So. Wo wie Inventory? Da. Also. 4 bis 6 ist besser. When you equip a weapon, you gain access to the skills. You can hover. Okay, man kriegt Skills mit der Waffe sozusagen. Achso, ich kann. Ich kann entweder ein Schwert holen. Na gut, bin ich halt Bogenschütze. So ist es halt. Helmsichtbarkeit. Helmsichtbarkeit finde ich tatsächlich nützlich. Also meistens will man es nicht ziehen. Cool. Okay, dann sind wir bereit. Dann bin ich mal gespannt. Schauen wir uns mal schnell noch an, was passiert, wenn wir rausgehen. Also, was heißt schnell? Wir schauen uns einfach an, was passiert, wenn wir rausgehen. To the warehouse to meet Julius Kalidus. Wer auch immer das ist. Die Namen. Das ist schwierig. Schlief. Julius Kalidus oder wie hieß... mein Kopf will das sich nicht merken. Worldmap. Ah ja. Event Timeline. As time passes, impending will appear on the right side of the timeline. Move forward to the left side. Some events may come as a surprise. And these will not be shown in the timeline. Doing your travels with ration. Keep your pension. Das ist ein ja. Das ist aber cool eigentlich. Das ist eigentlich. Tatsächlich von der Beschreibung her hätte ich das ein bisschen eher so in die Richtung, ja, in die Richtung, na, Total War Warhammer vermutet, dass wir eine Fraktion auswählen und dann halt über Rom, über die Herrschaft von Rom kämpfen, aber nee, das ist anscheinend, das ist gut gemacht, glaube ich, bisher. Wo sind wir? Wir sind hier irgendwo. Und hier, oh Gott. Da ist der Gegner. Sieht man auch? Hier ist ein Milestone. Ne, was ist diese Milestone? Was bedeutet Milestone? Hier gibt es immer wie viele Rationen. Wir haben ja ein paar Rationen. Wir konnten sie auch nicht stocken. Ah, das ist ein Barometer für Rationen und für Wasser. Okay. Meine Party. Quests. Outpost Management. Aber man kann auch anscheinend irgendwie wirtschaften. Das sind wir, oder? Das sind wir. Dann. Dahin sollen wir zum Warenhaus. Dann gehen wir dorthin. Da reiten wir und reiten wir. Es wird dunkel und wir reiten weiter hier. The beach. Marching along the coast has its advantages. Not at least of which being discovered the known as coves. Auf der. Okay. Das marching. Okay. Let's go for a swim. Das ist also bit of fishing. Ja. You and you will take time to catch some fish. Bountiful. 5 Rationen. Fetter, leckerer Fisch wurde gefangen. Okay, das sind sozusagen die random Events. Storing something in the warehouse near Kaloni. You must bring specifically to this location. Ja, alle. Aber anscheinend, hier sieht man schon, kann man mehr mitbringen. Achso, ich hätte hier die Auswahl und dann könnte ich sie. Man kriegt auch mehr insgesamt dann scheinbar. Cool, cool. Okay. Dann schauen wir mal an, wie die erste richtige Mission aussieht. Erstmal Erfahrungspunkt. There's no one here. Da musste irgendwo der Agent sein. Lucullus is clearly mistaken. If there was someone here, I would know. That's a very useful skill. Hey, don't move. Calm down. I am Julius Calidus of the Occulta Speculatores of Legio Prima Italica. I presume you are my reinforcements. I am your new primus, oh yeah. Oh, impressive. I didn't see you at all. We were told to rendezvous with you and destroy the pirate navy. The only way I can think of to destroy a navy on foot is to burn it down. Some Greek fire sure would be useful for that, wouldn't you say? Conveniently, there is a whole warehouse full of it right down there. Unfortunately, the moment we move into that warehouse, they will sound the alarm. So, we should be quick.
By the time anyone comes from the city, we're long gone. There's a small camp of sentries just down this hill. If we hit them first, they won't show up as reinforcements. But then the ones inside the warehouse will hear the fighting and be ready for us. Ah, yeah. You have touched the matter with a needle. The choice is yours, Prime. Oh, cool. Wir haben also sozusagen verschiedene Herangehensweisen an diese Mission. Wie ist denn das? Kann ich... Ah ja, die moven automatisch so. Entweder ich greife das Lager, hier ist anscheinend so ein kleines Wächterlager, entweder ich greife die direkt an, dann sind die drinnen aber vorbereitet. Oder ich gehe erst rein und dann kommen die aber vom Lager als Nachschubeinheiten. Ja, das ist die Frage, was ist davon besser? Ich habe keinen Plan. Wahrscheinlich beides ist okay. Sind da verschiedene Herangehensweisen. Erstmal hier Kunden. Das erinnert mich... Oh, ist... Ah, das ist das... Das sind sogar viele. Relativ viele. Na, dann gehen wir doch gleich rein, oder? Sneaky Beaky. Die wissen nicht... Oh Gott, das ist ein großes Gebiet sogar. Moment, muss ich hier eigentlich entlang? Kann ich hier irgendwie mich rumschleichen? V ist anscheinend noch aktiviert, deswegen sehe ich da hier etwas zum Interagieren. Wir schleichen uns am Rand entlang. Ich weiß nicht, ob es hier sowas gibt wie... Der könnte uns ja sehen. Die könnten uns generell sehen. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Schleichen gibt es ja nicht, oder? Wir sollen genügend Feuer klauen. So, kann man hier jetzt irgendwie reinschleichen? Oder gibt es hier... Da ist ein Gegner auf jeden Fall. Oder Gegner rumlaufen. Sowas wie bei Desperados, dass sie irgendwie Sichtlinien haben. Gibt's da sowas? Oh shit. Roman Soldiers, they're here to steal the fire. To arms! Keep them away from those jars! Mitterrane depends on us! Preparation. Ach du. Das, würde ich mal sagen, ist dann ein... Zwei Reinforcements. Oder da, es dauert zwei Züge wahrscheinlich, bis Reinforcements... Sieben sollen wir killen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also wir sollen die in die Flucht schlagen, so in etwa. Wie viel Leben haben die? Die haben 8 Leben. Das ist jetzt nicht die Welt. Der Bogenschütze ist wahrscheinlich am gefährlichsten. Die Bogenschützen sind wahrscheinlich am gefährlichsten. Gut. Achso, jetzt erstmal ist ja Aufstellungszeit. Dahin und ihr tauscht und er geht davor. Medic da hinten und los geht's. Wir dürfen anfangen. Ist interessant. Und da kann theoretisch einer rauskommen. Der hat viel Leben. Huh, gefährlich. Oh, hier gibt's auch Schutz. Ah ja. Das erinnert mich dann wirklich wie Overwatch. Cover. If I can cover the protect from attacks with a 100 degree. Cover, lower cover, crouch. Okay. Das braucht... Moment, warum kann ich nicht angreifen? Habe ich ihn zu weit bewegt? Kann das sein? Warte, warum an Hasta hat er jetzt gerade? Das war's.
Okay. Dann ist es so. Dann ist es so. Jetzt triggern wir einen Angriff von ihm, oder? Ja. Attack of Opportunity. Gelegenheitsangriff. Oh, ich kann ihn auch noch killen. Was bringt das? Ah, ne. Ich kann mich da hinstellen. Okay. Range a clear line of sight of your target. Optimal cannot miss. Attacks typically cannot miss. Oh, shooting beyond your accuracy. In meters. Damage. Beyond twice, you cannot shoot at all. Deflection is shield strength. It's called deflection. Okay. Da nach vorne. Und Fire Arrow. Hört sich doch geil an. Overwatch. Also ein bisschen belastend tatsächlich jetzt gerade. Es schon schwaches. So, von hier aus kann ich ein bisschen was erreichen. Barbed Arrow, also mit Stacheldraht, glaube ich. Crippling Shot gegen den ist gut. Aber der wird halt null Chance auf Success. Der blockt halt ab. Reichweite. Es gibt eine effiziente Reichweite und die wird halt hier nicht gehalten. Naja, ich schieß mal gegen das Schild. Wait for them to tire, so they can't block. To tire? Okay. Also, ein schwerer Kampf. Und der Gegner ist stark im Vorteil. Also, ich hätte es... Es erinnert mich ein bisschen an XCOM. Dass man da halt herumlaufen kann und dann Kampf triggern kann. Aber... Ja, die Gegner zu sehen ist schwierig. Oder es war schwierig, da einen richtigen Überblick zu bekommen. Das fand ich bei XCOM ein bisschen besser. Da konnte man schleichen. Vielleicht kann ich auch hier schleichen, aber... Ich habe es noch nicht gesehen oder nicht nachgeschaut. Oh, das finde ich gut, dass man sieht, wie weit ist denn der Gegner, aber... Es dauert halt. Element 6 müssen wir jetzt noch besiegen. 6 Gegner. Die zwei sollten kein Thema sein. Die dort oben sind lästig eher. Die Bogenschützen verziehen sich. Ja, da kommt noch einer. Genau, und Reinforcements werden bald kommen. Hier sieht man auch, dem mache ich deutlich mehr Schaden. Dann gehen wir hier rüber. Gehen noch mehr darüber. Ist zwar schlecht für die Seite, aber hey. Schießt den weg. Also irgendwie Nahkampf ist, glaube ich, mit dem Bogenschützen auch gut. Was eher komisch ist. Der Schild müsste kaputt gehen durch den Schuss, oder? Deflected. Hä? Es steht doch 3 bis 4. Hm. Okay, das verstehe ich noch nicht ganz, befürchte ich. So, nichts mehr hier verstecken. Kriegst deinen Schlag ab. So, er haut zu. Fokus. Ja, Fokus haben wir durchgelesen. Was ist mit denen, die... Kill him. Aber warum? Warum soll ich das machen eigentlich? Können die wieder aufstehen? Oder wie? Halt, der kann noch was machen. In der Theorie. Armor Shred.
glaube, so ein Support ist gut gegen dieses Block and Certain Amount of Damage. Shield Damage, das hat all von Characters Health. So, da fliegt ein Teil bei Shield. Aber jetzt ist das Schild kaputt, oder? Avoided. Ja. Zu spät. So, der ist halt jetzt... Ah, und er kriegt wieder Schild zurück. Okay, das ist lästig, weil jetzt ist er offen und... Ja, jetzt wird er ordentlich in die Mangel genommen. Alle werden jetzt ordentlich... Also, they have the high ground. Den Kampf würde ich neu starten. Wobei, ich glaube, 4 Gegner noch zu besiegen, das kriege ich schon irgendwie hin. Und was dann passiert? Wahrscheinlich fliehen sie dann vor Angst oder sowas. Die treffen halt immer, das ist auch mal blöd. Der Schaden ist halt bloß ein Unterschied. Also den würde ich noch besiegen. Den könnte ich besiegen. Und die zwei müsste ich wahrscheinlich besiegen. Die Bogenschützen könnte ich nicht besiegen. Ah, da kommt noch so einer. Genau da. Aber wir müssen immer noch 4 bloß besiegen. Dementsprechend ist ja alles gut. Wieder Armor Shred. Genau. So. Shoot them. Shoot them. Fire Arrow. Burning. Oh, Statuseffekt. Sehr schön. 2. Cannot. Geht doch, bestimmt. So, das ist gut. Sein Schild ist geschreddet. Wir werden gleich wahrscheinlich auch... Ah, der muss eigentlich nach dort unten und da unterstützen. Der hat kaum Bewegungsrate. Das ist schlecht. Der kann sich nicht mehr bewegen. Das ist auch schlecht. Naja, dann opfern wir den. Dann lernen wir zumindest daraus, was da passiert generell, wenn einer mal drauf geht. Stimmt, der kriegt ja eine Action wieder zurück. Ja, komm, wir müssen ja sowieso was machen dort unten. Also einen müssen wir da schon besiegen. 2 Gegner müssen wir besiegen. Haben wir noch jemanden, der drankommt? Nein. Also Schilder sind echt gar nicht schlecht. Vielleicht hätte ich doch lieber einen Schildträger spielen sollen, anstatt einen Bogen. Oh, der ist auch bald down. Das ist schlecht. Ah, der ist jetzt down. This is not the end. Doch, scheinbar ist es. Jetzt kommt der noch dran, der ist auch down. Ich muss noch... One of your characters has been... like to happen... Oh, I'm calling... Begin to bleed out. Some of them have bandaged with 8 skills. Lose them forever. To feed after combat with almost a lasting injury which must be treated at camp. If you take down any deals more than double damage, it's instantly slain. Okay, cool. So, wir hauen jetzt erstmal auf den. Und wir brauchen... Shit. Mit Schild ist das natürlich schlecht. Dass die Schild haben, ist sehr schlecht. Was wird das? Spotted. This is it! Just one more! Warum eigentlich? Deflected by Shield, Deflected by Shield. Das nicht unbedingt.
Hätte ich mal mehr durchlesen sollen, was es macht. Deflected, 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 deflected. Alles deflected. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Gut, dann gehen wir da hinten hin. Und werden dann prinzipiell nächsten Zug aktiv. Hoffentlich. Die kriegen wir das Schild, das Schild. Oder den besiegen wir. Das ist natürlich auch eine Option. Ob das klug war, von dem da jetzt reinzurennen, ist ein anderes. Oh, die gehen jetzt auf den, weil den können sie... Na, die Bogenschützen sind zu weit entfernt. Ah, die schießen sogar auf den. Noch besser. Die Unterstützung braucht erstmal. Hätte man klüger machen können. Aber ich frage mich, was wäre klüger? Wie wäre es klüger? Naja, erstmal. Hau dem sein Schild weg. So. Wenn ich das richtig verstehe, ist jetzt sein Schild weg, oder? Sehr schön. Er brennt. Okay, Glancing Blows. Ah ja. Macht Sinn, macht absolut Sinn. Okay. Schade. Besiegt ist er noch nicht. Das bedeutet, wir sind... Na, ich hätte mich doch auf den Bogenschützen konzentrieren sollen. Jetzt werde ich auch besiegt. Ich hoffe echt, dass ich den Down bekomme, weil darauf habe ich mich jetzt konzentriert. Ay, caramba. Flanking, oder? Also wenn da jemand noch auf den Bogenschützen geht, dann wird es ein Problem. Schneller! Schneller, ich will dran kommen. Ich will wissen, ob ich hier noch eine Chance habe. Ich habe nämlich versagt, gnadenlos. Obliten? Oh, ja. More of them. Das mit dem Shield-Damage ist nervig. Aber ich muss halt erst das Schild loswerden. Dann muss ich so nah wie möglich ran. Glaube ich. Uninjured ein, alle, obwohl sie umgefallen sind. Und sie ist Stufe 2 oder sowas. Wir machen ein gutes Team. Naja. Let's get our hands on that Greek fire before anyone else comes to check on this place. Ich fand den Kampf strategisch peinlich, aber ich kenne halt die Mechanics nicht. Oh, jetzt kann man die ganzen Leute... Kann man die looten oder was? Oh ja, tatsächlich, man kann... Take all small coin purse, loose coins, all items collected. Ach Gottchen. Aber man sieht kein Zeichen, dass man da was looten kann. Gibt's irgendwas... Ja, jetzt kann man hier auf der Map alles looten, prinzipiell. Oder war sogar irgendein Talisman oder so? Das ist cool. Kriegt man jetzt irgendwelchen Loot und könnte. Das hätte ich schon vormachen können. Da hätte man vielleicht schon besseres Equipment finden können. Und dann geht's hier rein. Und dann haben wir unser Ziel erreicht und waren erfolgreich. Wobei, wir haben erstmal das Feuer geholt. Greek Fire Crate. Be careful with those jars. The liquid inside is highly volatile. It'll make quick work of those ships. This was the easy part. Now we have to sneak. And then we have to sneak. Not necessarily. Sneak, sneak, sneak. But ideally, sure, whatever. Whatever, genau. Infiltrate Mytilene. Wahrscheinlich muss ich jetzt das Gebiet verlassen, oder? Ja, ich muss das Gebiet wieder verlassen und dann geht's weiter zu der Gegnerstadt. Aber davor könnte man jetzt alles looten hier. Und da keiner, wahrscheinlich am Anfang stirbt oder halt verletzt sich noch keiner so richtig. Und jetzt haben wir auch einen Skillpunkt, weil wir anscheinend ein Level-Up haben. Party-Management, wir haben neues Inventory. Talisman of Athena. Ah, cool. Armor und Bludgeoning Resistance. Ganz nice. Okay, ja. Das war aber mein sozusagen erstes Anspielen. Die Demo ist noch nicht zu Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass die Demo bis zur nächsten Mission geht. Also, dass sozusagen das in Brandstecken von
den Schiffen noch in der Demo drin ist, aber wir müssen es nicht herauskunden. Das ist auf jeden Fall cool. Ich mag es, wenn Spiele Demos bereitstellen. Das Spiel aber vom Setting her, vom Spielprinzip finde ich es gut. Das Setting, mir fehlt die Magie. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Mir fehlt Magie. Mir fehlt das Fantasy-Setting. Aber gut, das ist halt ein reiner Geschmack meinerseits. Wie fandet ihr es? Wie findet ihr generell das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.